Moin moin, ich bin's wieder, Gansok von Goat Let's Play und wir sind bei Teil 2 zur ultimativen Zweihand-Nahkampfwaffe. Und ja, da müssen wir vom Lichterturm, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, einfach südöstlich runterfahren. Dazu brauchen wir mindestens einen Stufe 2 Motor bei unserem Amphibienfahrzeug, weil wir einfach sonst nicht durchkommen. Weil wie ihr schon seht, selbst zum Lichterturm kommen wir nicht ohne Stufe 2, da ist ja alles grün. Und das Grüne ist halt für Stufe 2. Unten angekommen sind wir dann bei so einer ganz kleinen Insel. Da müssen wir wieder mit diesen gelben Punkten hochspringen. Also recht typisch. Das ist aber auch relativ hoch. Oben angekommen haben wir 5 Meter zu gehen. Da ist dann die Tür. Die hat so magische Runen an sich dran. Und ja, da drückst du einfach drauf. Und dann kommst du auch schon rein in die Höhle. Drin angekommen müssen wir einen kleinen, was heißt klein, einen Nassvogel besiegen. Der ist relativ ätzend. Ist halt ein Gegner, der halt ziemlich viel hin und her springt. Also den könnt ihr sehr gut im Fernkampf besiegen. Dann fuckt er auch nicht so ab. Sobald wir den Vogel dann besiegt haben, können wir mal gucken, was mit dem Schwert ist. Das hat aber so einen Schutz um sich rum, den müssen wir deaktivieren, indem wir so viel die drei Macht, Tafeln erst links, gibst. Dann hinten in der Mitte und dann rechts aktivieren. Sind die dann aktiviert, geht der Schutz flöten und wir können wie bei King Arthur das Schwert aus dem Stein ziehen. Wir haben hier ein 5,5 Sterne Schwert von Geburt an, wie ich so schön sage. Das pimpt mir natürlich noch mit 2-3 Perks, was reingeht. Ich glaube, da gehen 2 Dinge rein, genau, Zusatzteile. Dann kommen wir so auf 12% Crit. Und wir haben natürlich noch den Vorteil, dass wir hier Feuerschaden haben. Das Schwert selber bewegt sich bei den meisten Hieben zwischen 2 und 3000. Nach einer Kombo wie hier zum Beispiel auch einfach mal 4200. Und ja, das rotzt hart rein, teilweise wird ein Gegner schon mit 2 Hits weggemäht. Also die kleineren natürlich. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich danke fürs Zusehen. Wenn euch das gefallen hat, gerne ein Like oder einen Kommentar da lassen. Und bis dahin. Ciao.